Herzlich willkommen. Heute ist wieder Experten-Talk-Time. Hi Ines, schön, dass du da bist. Hallo, liebe Kira. Ines, wir haben uns heute mal ein sehr aktuelles Thema ausgesucht, und zwar geht es um Kleidung in Schule. Ich habe dazu tatsächlich in letzter Zeit einige Interviews geben dürfen, wo ich immer wieder gefragt worden bin, wie sollten Eltern damit umgehen, wenn Kinder in der Schule sich für Eltern unpassend anziehen? Was sollte erlaubt sein? Vielleicht auch sogar schmeißen wir die Diskussion Schuluniform ja oder nein hier in den Raum. Also da dieses Thema, da würde ich mich gerne mit dir heute drüber austauschen. Ja, sehr gerne. Bin schon neugierig, wo es uns hinbringt. Ja, das ist ja immer bei uns so eine Reise. Also ich erlebe es von meiner Tochter, die ist fast 15. Die hat bauchfreie Oberteile zum Teil. Und ich persönlich sage, okay, es ist ihre Entscheidung, wie sie in die Schule geht. Wenn sie mich nach ihrer Meinung fragt, sage ich es, aber wenn nicht, dann halt nicht. Jetzt sehen das ja viele Eltern anders. Wie hast du denn solche Trends in deiner aktiven Zeit als Lehrerin erlebt? Ja, das war an sich auch immer wieder spannend und die Diskussion ist ja nicht wirklich neu. Also ich glaube es, also für mich gibt es nicht richtig und falsch. Ich glaube, erstens müssen die Jugendlichen sich ausprobieren. Ja, und ich habe hier Jugendliche, die kommen einmal genauso auf sexy und bauchfrei und Kürze über Kürzer. Und das nächste Mal sind sie eingehüllt, wie hat man früher bei uns gesagt, alles in schwarz und mit großem Hoodie und also so wirklich so Emo, hat es damals so geheißen, glaube ich. Und so dieses, die probieren einfach aus. Und ich finde, das müssen sie dürfen. Und das muss Schule auch aushalten, finde ich. Ja, Ja. ich hatte da eine ganz lustige Unterhaltung zwischen meiner Tochter und einem befreundeten jungen Mann, auch eben 15. Da ging es gar nicht um Bauchfreien, sondern um Jogginghosen in Schulen, ja oder nein? Und da haben beide gesagt, naja, also in Jogginghosen fühlt man sich halt schon anders, wie wenn ich eine Jeans anhabe zum Beispiel. Also da war auch klar der Tenor der beiden Kids, die sagen, ja, wenn ich in Jogginghose in die Schule gehe, dann habe ich einen ganz anderen laissez-faire, so wie haben sie es gesagt, leck mich am Arsch, Style, und dann bin ich auch in der Schule so. Also siehst du da schon auch eine Verbindung, oder? Also ich finde, also ich glaube, auch da gibt es kein richtig und kein falsch, aber ich finde es genauso, wie du es gerade beschrieben hast, so wichtig, dass sie diese Erfahrungen machen. Ja, es gibt diesen Spruch, Kleider machen Leute. Und wenn ich einfach bemerke, und es ist doch die Herausforderung in der Pubertät, zu merken, hey, wie fühle ich mich denn? Wie geht es mir denn? Was ist, wenn ich mit Jogginghosen gehe? Und ja, diese Diskussion hatte ich mit vielen Schülern immer wieder, weil wer sagt denn, was richtig und was falsch ist? Das ist ja nur ein Mainstream vielleicht, ja. Und damals haben das nur die Assis gemacht und überhaupt nur die Prolos, wie man so in Österreich gesagt hat. Und plötzlich kamen Abercrombie und Hollister und plötzlich auch in Wien der 13. Bezirk und der 19. Bezirk. Also die noblen Bezirke hatten dann plötzlich auch Jogginghosen an. Also ich denke mir, das ist so, man muss sich einfach bewusst sein, dass Kleidung etwas aussagt und dass ich damit auch bei meinem Gegenüber etwas auslöse. Und ich denke, diese Erfahrung mit diesen Erfahrungen dürfen die Jugendlichen lernen zu spielen. Und meine Verantwortung als Eltern ist ja wohl, immer wieder zu sagen, hey, fühlst du dich gut damit? Gibt es dir Sicherheit? Wie geht es dir denn mit Blicken? Wie geht es dir mit abschätzigen Bemerkungen vielleicht? Wie geht es dir denn damit? Ja, Und absolut. ja, ich denke, da geht es den Jugendlichen nicht anders als uns Erwachsenen. Ich überlege mir ja auch, was ich hier anziehe. Ja, und ob ich die Blumen, ja, und wenn ich da irgendwie, keine Ahnung, mit Augenringen und Panda-Bär durch die Gegend laufen würde, würde das auch einen Effekt erzeugen. Und ich glaube, das macht die Freiheit zu sagen, hey, wie tue ich heute? Ja, ich hatte da in diesen Interviews auch gesagt, was ich wichtig finde, wenn wir dann Kindern das verbieten und sagen, so gehst du nicht aus dem Haus und du musst den Pulli anziehen, dann hat das null Effekt, weil die Kinder werden dann vielleicht oder die Jugendlichen den Pullover drüber anziehen. Sobald sie um die Ecke sind, ziehen sie den Pulli aus, stecken ihn in die Jackentasche oder in die Hosentasche, in den Rucksack. Dann war es das. Also wir fördern damit ja auch nur, dass Kinder sich Strategien überlegen, ihren Willen durchzusetzen und die Eltern anzulügen. Ja, also deswegen ist zu verbieten, bringt in meinen Augen gar nichts, sondern ich finde, wir sollten die jungen Menschen, vor allem die jungen Mädchen in dem Fall,
darauf vorbereiten, solche Kleidung tragen zu können. Und indem sie sagen, ein Nein ist ein Nein. Mein Körper gehört mir. Wer mich anlangt, bestimme ich selber. Und wenn wir unsere Kids dahin mental fit machen, dann ist es im Endeffekt ganz egal, was sie anziehen. Ganz genau. Und ich muss dir ehrlich sagen, auch bei dieser Diskussion immer, wenn es dann wieder heißt, ja, also so quasi, muss man ja mit den Reaktionen von jungen Männern rechnen oder. Und ich habe so einen wunderbaren Leserbrief in den Salzburger Nachrichten vor, ich glaube, einem Monat gelesen, wo ein junger Mann geschrieben hat, und ich gehe jetzt einfach mal aus, dass das so war, ja, der dann geschrieben hat, sag mal, was sagt denn das über uns als junge Männer aus, dass wir uns überhaupt nicht in den Griff haben, dass wir nur notgeile irgendwas sind. Also das war so cool, der da geschrieben hat, also für mich ist eine Brust nichts anderes als ein Arm und jeder ist schon mal nackt gewesen und er versteht diese ganze Diskussion nicht und er will da eigentlich auch nicht in die Töpfe geworfen werden mit den sogenannten, ja, Männern, die sich nicht zurückhalten können. Und das fand ich so schön, weil das ist ja wirklich etwas, man schaut immer auf die Mädchen und aber was macht denn das auch mit den Jungs? Ja, das ist ja eigentlich auch etwas, was die total degradiert. Ja, Also total, stimmt. auf irgendwelche, weiß ich nicht, hormongesteuerten Tiere. Und das sind sie nicht. Ja, das ist so gemein. Ja. Also ich glaube, die Seite darf man sich nämlich auch anschauen und die kommt so selten zur Sprache. Absolut, das stimmt. Man redet immer nur von den Mädels, aber halt nicht von dem, dass nicht jeder Junge sich lüstern über ein Mädchen schmeißt, nur weil sie bauchfrei rumläuft. Also, oder die Lehrer sich nicht im Griff haben. Ja, sorry, das ist aber nicht Job der Mädels, dafür zu sorgen, dass ein Lehrer sich im Griff hat, ne? Also, stimmt, absolut. Coole Sichtweise. Ja. Ja. Ja, und Schuluniform. Weil du das vorher aufgebracht hast. Ich habe ja länger in England gearbeitet als Au-pair und die hatten natürlich Schuluniformen. Es hatte Vorteile und es hatte Nachteile. Vorteil war, das Mädel, das ich begleitet habe, die hat sich in der Früh nie überlegen müssen, was sie anzieht. Also sie hat sich viel Zeit erspart. Ja. Und es hat natürlich auch ein Stück gleich gemacht. Also gerade dieses Ausgrenzen hat nicht stattgefunden. Ich kann mir Marken leisten, du nicht. Also das waren Vorteile davon und gleichzeitig hat natürlich gerade in dieser Zeit die Individualisierung gefehlt. Also dieses individuelle mich ausdrücken, wobei es halt dann gegangen ist, sie haben dann die Röcke gekürzt und hatten dann halt andere Haarspangen. Also irgendwo hat sich's ja dann trotzdem ausgedrückt. Aber es hatte schon auch Vorteile. Also ich habe das damals schon auch gesehen, wo ich mir gedacht habe, boah, allein der Stress in der Früh zu überlegen, was ich anziehe, der ist einfach weggefallen. Genau das sehe ich tatsächlich auch so. Wir hatten auch eine spannende Unterhaltung dazu. Ich sehe das genauso, dass auf der einen Seite nimmt es natürlich ein bisschen die Individualität, grenzt diejenigen nicht aus, deren Eltern sich es halt nicht leisten können, einen Hilfiger-Pulli oder die neuesten Nike Jordans zu kaufen. Und das sind halt doch nun mal nicht wenige. Und ich glaube, dass Jugendliche sich auch über andere Bereiche halt dann ausdrücken lernen. Es ist halt der Haarschnitt, dann ist es die Frisur, dann ist es der Nagellack. Also irgendwo werden sie ihre Gruppenzugehörigkeit dann mit irgendwelchen Symbolen und Farben und sowas, Markierungen zeigen können. Aber es ist spannend, weil auch bei uns in Deutschland ja immer wieder diese Unterhaltung aufkommt, Schuluniform ja oder nein, weil die muss man ja auch kaufen dann im Endeffekt. Und dann kratzt sie vielleicht, dann ist sie zu klein, dann wachsen die Kinder raus, dann muss sie ständig neu kaufen. Also auch hier wird es, glaube ich, Diskussionsstoff geben. Naja, also eine Lösung haben wir nicht, aber ich glaube, wenn wir als Eltern, vor allem Eltern, da ermutigen dazu oder erinnern daran, wir waren auch mal jung. Und wir haben die Sachen angezogen, wo unsere Eltern die Köpfe, also die Hände im Kopf zusammengeschlagen haben. Die Hose habe ich am öftesten angezogen, ganz ehrlich. Das heißt, je mehr Wertung meine Eltern in mein Aussehen gegeben haben, umso mehr habe ich es gemacht oder halt auch nicht gemacht. Weil das Schlimmste war dann, wenn meine Mutter angefangen hat, sich so anzuziehen wie ich. Ja, dann war es vorbei. Ja, also das finde ich auch ganz furchtbar. Ja. Wir Eltern, wir unterstützen das ja unbewusst oft. Ja, und ich denke mir, das Wichtige ist einfach, dass die ihren Weg finden. Es nützt nichts. Ja, und der drückt sich auch in der Kleidung aus und sie müssen ausprobieren und auch von der Schminke. Und ich erinnere mich, ich habe ja in der Modebranche gearbeitet und hatte dann sehr viele Farben für Make-up und so zur Verfügung. Und es gab eine Zeit, da habe ich wirklich versucht, alle Farben meiner Farbpalette oben drauf zu kriegen. Papagei ist nichts dagegen gewesen. Aber
Hey, ich musste das ausprobieren. Und ja, das habe ich heimlich gemacht, weil es meine Eltern nicht erlaubt haben. Ja, ich habe meine Sache in der Schule mitgehabt, habe mich dort zu der gemacht, und die ich sein wollte. Und am Heimweg zurück habe ich mir wieder die Farbe heruntergepinselt. Ja, und ich denke mal, das ist so, weil ich hatte immer schlechtes Gewissen. Ja, und ich glaube, das ist etwas, wo wir einfach schauen dürfen, hey, was hat denn das mit uns als Eltern zu tun? Weil die Jugendlichen sind immer in diesem Spagat zwischen Kooperation und Integrität. Und da dürfen Eltern einfach lernen, dass Kinder und Jugendliche nicht überkooperieren müssen, ja, sondern die müssen ihre eigenen Erfahrungen machen. Und es ist meine Verantwortung als Mama oder als Papa, mit diesen Gefühlen, die da in mir ausgelöst werden, und meine Ängste und meine Sorgen, mit denen selber umgehen zu lernen. Ja, und ich denke gerade wirklich auch an ein Mädchen. Ich meine, es gibt ja auch bei uns in Wien, so, ich denke, in Deutschland ist es nicht anders, so Regionen, wo man eben besser nicht so herumrennt, ja. Und dazu schauen, hey, wie kann ich mich selber schützen? Und ebenso, wie du vorher gesagt hast, die haben ein Mädel, die, wenn die da in der Partnerbahn fährt, dann hat die einfach unter ihr, also über ihrem sexy Outfit, sage ich jetzt einmal, eine lange Weste, wo sie quasi sehr wenig Haut zeigt, ja. Und dann, wenn sie sich wieder sicher fühlt, dann zieht sie das aus. Und ich denke mir, auch da dürfen sie lernen. Ja, Ja. weil die Welt ist nicht nur positiv, nur wir können sie auch nicht beschützen, indem sie sich verhüllen. Ja, weil das wollen wir ja auch nicht, sondern dass die einfach abschätzen können, hey, wo mache ich das jetzt und wo mache ich es nicht? Also auch das sind ja Erfahrungen. Ja, Ja. und dann holt mir das auch wieder meine Freiheit zurück, so wie ich mich entscheiden kann, schminke ich mich heute oder schminke ich mich nicht. Und schwierig wird es immer dann, wenn ich glaube, ich muss mich schminken oder ich muss das machen, ja, weil dann schränkt es mich natürlich ein, und dann, ja, bin ich nicht mehr frei und kann nicht mehr mir überlegen, wie ich handeln möchte und was mir jetzt gerade gut tut und worauf ich gerade Lust habe. Aber wie können wir denn diese Diskussion jetzt irgendwie, was können wir denn da für Tipps geben am besten? Um diese Diskussion ist hier nicht, die kommt ja eh ständig, ne? Aber dass man sagen, also am besten ist es wirklich als Eltern, ja, sich's rauszuhalten, seine Meinung zu sagen. Was würdest denn du jetzt da sagen am besten? Also ich glaube, das Wichtigste ist, und ich meine, dafür stehen wir ja beide, ist die Beziehung. Das heißt, wenn ich mein Kind mit einem, ich übertreibe jetzt, Bikini-Oberteil und vielleicht einer größeren Hose entdecke, ja, und sie möchte so aus dem Haus gehen, ja, erstens im besten schon vorher, nicht gleich dann, wenn es in der Früh schon eilig ist, ja, sondern zu sagen, hey, wie geht's dir denn damit? Ja, warum, was möchtest du denn ausdrücken? Und man darf auch sagen, wow, ich tue mir jetzt gerade schwer, ich merke. Ja, finde ich unglaublich mutig. Ja, aber wichtig ist nicht dieses Stigmatisieren. Ja, wie viele Mädchen haben von ihren Vätern und Müttern gehört, du gehst wie eine Nutte. Ja. Ja, also das ist so unglaublich, und das sagt ja nur über unsere Wertung aus, was wir hineininterpretieren in ein bestimmtes Outfit. Und ja, wir dürfen ihnen auch sagen, dass das so sein kann. Ja, dass jemand das so empfindet und dass sie vielleicht mit solchen Reaktionen rechnen müssen. Und Naja, trotzdem, wenn dann ich können sie entscheiden. genau, aber auch wenn ich mit Blaumann in die Schule gehe, sagt man mal, du bist ein Handwerker. Also ich glaube, gerade die Sexarbeit, das ist etwas, was halt da total irgendwo in die Ecke gedrängt wird. Aber nicht jeder Mann, das sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, denkt gleich an eine Sexarbeiterin, sobald er kurze Hose und kurzes Oberteil sieht. Ja? Also auch Richtig. das ist ja in den Köpfen der Eltern drinnen. Ja, sagt mehr über die Eltern aus als über die Kinder. Ich meine, es kommt sowieso der Herbst, jetzt werden wieder die Hoodies weiter, die Kapuzen größer. Aber die Diskussion führt man irgendwie gefühlt jedes Jahr. Ich werde gefühlt jedes Jahr dazu angerufen und zur Meinung gefragt. Ich glaube, das wird immer eine Diskussion sein. Es wird immer so ein, ich nenne es mal Generationenthema sein, dass die Kids sich einfach abgrenzen von den Eltern. Mal ist es, mein Bauchfrei war vor 5 Jahren überhaupt nicht in, jetzt war es wieder in. Wir werden sehen, nächstes Jahr sind es vielleicht wieder die komplett zerrissenen Hosen oder die Netzstrumpfhosen oder keine Ahnung, kommt ja alles irgendwie wieder. Ich glaube, ein guter Kontakt zu den Kindern, einfach gucken, auch die eigenen Ängste aussprechen, finde ich total wichtig, sagen, boah.
Ich habe da jetzt echt gerade ein bisschen Schiss, wenn du so rausgehst und dann lasse ich das Thema bei mir. Ja, dann tue ich es nicht zu meinem Kind und sage, zieh du dich um, damit ich mich sicher fühle. Das ist überhaupt nicht die Aufgabe der Kinder und das nehmen die auch oft gar nicht, diese Aufgabe. Na, Gott sei Dank nicht. Ja. Ja, also diese Schuld, du bist schuld, weil es mir jetzt schlecht geht, darf sich irgendwann einmal verabschieden in der Erziehung. Also ich glaube, es geht wirklich einfach darum, dieses Interesse und diese Neugierde, wie bei allen Themen, die wir immer haben, ja. Was treibt dich um? Erst damit die auch zum Reflektieren kommen. Ja, ich habe mal zwei Mädchen beobachtet an der Schule und die eine hatte einen wirklich, wirklich tiefen Ausschnitt. Und ihre Freundin daneben, der war so, wo ich sage, da würde ich mich auch noch wohlfühlen. Ja? Und ich habe die zwei beobachtet und die eine hat zu ihr gesagt, du kannst so nicht gehen. Man sieht dir bis zum Nabel. Und die andere sagt, das stimmt ja überhaupt nicht. Ja? Und dann hat sie gesagt, ich mache jetzt ein Foto von dir. Ist es okay? Du beugst dich jetzt einmal so vor und ich mache ein Foto von dir. Und hat sie gesagt, dann mach. Dann hat die ein Foto gemacht und dann hat quasi das Mädchen mit dem extrem tiefen Ausschnitt erst gesehen, wie sie ausschaut. Das war ihr so gar nicht bewusst. Ja, und dann hat sie gesagt, also na, das wollte ich eigentlich nicht. Und hat sie ein Stück höher gezogen. Ja, und ich denke mir, diese Erfahrungen dürfen sie machen und die machen sie am besten unter ihresgleichen. Ja. Ja, da brauchen wir, ja, wir interessieren uns natürlich und wir sind für sie da und wir sagen auch, was wir denken. Entschuldigung, ja, wir haben ja auch eine Meinung. Also wir sind auch die Leuchttürme, dass sie wissen, so denkt die Mama, so denkt der Papa. Und die halten aus, dass ich es anders mache. Und ich mache meine Erfahrungen. Und wenn sie dann hoffentlich keine unangenehmen Erfahrungen machen, aber sollte es doch passieren, dann bin ich da mit wie das Sicherheitsnetz und sage, Ja. das ist ein blödes Gefühl. Ja, kann ich mir gut vorstellen, das tut mir jetzt echt leid, dass du diese Erfahrung gemacht hast. Und nicht, ich habe es dir gesagt, ich bin die Schlaue. Und auch diese Haltung dürfen wir dürfen Eltern lernen. Braucht es da auch eine Coaching oder eine Begleitung in meinen Augen, weil ich kann den Ratgebern situative Ideen mir holen, aber eine Haltung, die muss ich üben und das über einen längeren Zeitraum. Und das geht in meinen Augen am besten mit einer Begleitung. Also das nur am Rand, wenn du jetzt im Podcast hörst und sagst, naja, Ines, das ist ja schön und gut, aber wie soll ich denn so denken? Das können viele nicht. Dazu sind wir Coaches oder die guten Coaches ausgebildet, dir diese Haltung mitzugeben, dass du sie zu Hause leben kannst. Ja? Ein guter Coach sagt dir nicht, in Situation mach A, in Situation B mach B, in Situation C mach C, sondern er gibt dir den Überblick, dass du selber weißt, wie kann ich in A, B und C reagieren. Ja, diese Haltung dahinter. Und da braucht es Gespräche, da braucht es Üben, da braucht es ein Aufarbeiten von Situationen. Und dann kannst du das lernen. Und da möchte ich echt eine Lanze brechen für ein Coaching, weil das ist genau das, wo wir dir weiterhelfen können, damit du in diese Denkweise hineinkommst. Ja, und dass man auch spürt, was sind denn so unsere alten Geschichten dahinter? Ja, also unser Verstand, ich habe halt gerade eine Frau gehabt, die hat genau verstanden, worum es geht. Aber in der Situation ist sie nicht rausgekommen. Ja, weil eben alte Geschichten noch getriggert wurden. Ja, und sie sagt, ja, ich wollte sie eh nicht machen, aber ich habe es schon wieder gemacht. Ja. Und Genau. dann finde ich es einfach immer so schön. Vielleicht mache ich das heute noch, dieses Handmodell von Daniel Siegel mit unserem Gehirn, warum das manchmal so schwierig ist, dass wir nicht verstehen, warum wir tun, wie wir tun. Ja, also wenn du da dir vorstellst, das ist Gehirn, für die, die jetzt zuhören, ich habe so eine Faust gerade gemacht. Und die Finger vorne, Fingerkuppen sind quasi unser präfrontaler Kortex, wo das, was die Kira und ich jetzt besprechen, da ist. Ja, also das heißt, der klassische Verstand. Ja, ich verstehe schon und die müssen sich abgrenzen und die müssen ihre Erfahrungen machen und so weiter und so fort. Das ist ja nicht so, dass wir es nicht verstehen würden. Und dann kommt, und jetzt geht quasi so meine Hand auf, ja, und dann ist der Daumen so eingeklappt und dieser Daumen steht für die Amygdala, für unser limbisches System, wo unsere Gefühle sitzen. Und was man bei dem Modell so schön sieht, wenn wir unsere Gefühle kommen, wir müssen doch unser Kind beschützen, ja, Hilfe, ja, kommen wir in die Gefühle, älterer Gehirnteil. Und das, was dann so schön sichtbar ist bei diesem Modell, dass eben quasi der Verstand wegklappt, weil der einfach der jüngere Gehirnteil ist. Und deswegen tun wir dann oft Dinge, die wir eigentlich nicht tun wollen, oder wir sagen Dinge, die wir nicht sagen wollten. Ja, manchmal so Aussagen, die wir von zu Hause gehört haben und wo du dir dachtest, das sage ich nie. Ja, genau. Also, dass du auch mit dir geduldig bist,
wenn du es noch nicht kannst, weil das braucht einfach Übung. Genau. Und mit uns kannst du jederzeit sehr gerne üben. Das ist das, und da möchte ich auch ein bisschen die Angst nehmen vor so einem Coaching, weil du kannst dich ja nur weiterentwickeln. Wichtig ist, such dir einen guten Coach aus, der dir eben nicht nur situationsbedingt hilft, sondern den großen, den Metaebene, den Überblick. Das sind Ines und ich prädestiniert. Du kannst uns gerne schreiben, info@inesberger.at oder podcast@kiraliedmann.de, findest du beides in der Beschreibung. Und dann führen wir ein kurzes Gespräch, du schreibst uns, um was es geht, und dann können wir dann gucken, wie wir dir weiterhelfen. Oder eben jemand vielleicht aus unserem Netzwerk, den wir kennen, wenn für uns das jetzt nicht passend ist. Genau, aber diese Haltung, das finde ich einfach ganz wichtig, und dass du dein Kind dann entspannt in die Schule gehen lassen kannst, ohne dir immer zu denken, mein Gott, und was hat es an und wie sieht es aus? Und auch diese Spirale, was denken denn die anderen? Was denken denn die Nachbarn, wenn mein Kind so rumläuft? Ja, ist scheiß doch auf die Nachbarn. Na, es ist ja, wir können uns auch nicht immer nur für die Umwelt anziehen, sondern es geht ja um uns selber. Ja, also das ist ja, glaube ich, auch so viel in den Eltern drin, so was denken denn die anderen darüber? Ja, und da ist auch so, ich habe mal von einem Therapeuten einen total coolen Satz gehört, der gesagt hat, wir nehmen uns viel zu wichtig. Die anderen denken kurz etwas und dann sind wir schon wieder draußen aus deren Gedächtnis. Und wir überlegen uns die ganze Zeit, was denn da nicht sein könnte. Also auch da, wir dürfen uns entspannen. Also wie gesagt, dein Teenie, der darf seine eigenen Erfahrungen machen. Und Absolut. ist es immer angenehm für unsere Eltern? Nein, aber das ist nicht das Problem der Jugendlichen. Absolut. Deswegen, es wird weiter Diskussionen geben, was die junge Generation anzieht und was nicht. Das ist ihr Job, sich anders anzuziehen als wir. Wäre ja schlimm, wenn sie lauter Klone von den Müttern rumlaufen würde oder von den Vätern. Deswegen da entspann dich, atme durch, und dein Kind macht das schon super. Ne? Das ist viel wichtiger, wie dein Kind ist, als wie das, was es anhat. Ja. Genau so ist es. Das war ein gutes Schlusswort. Genau, in diesem Sinne wünschen wir dir noch eine großartige Zeit, freuen uns, wenn du dem Podcast treu bleibst. Den nächsten Expertinnen-Talk gibt es dann auch bald wieder hier, und ich wünsche dir eine großartige Zeit. Alles Liebe, ciao.